und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich Nice Cream. Und zwar, wie mir der Name schon sagt, ist es irgendwie nice, also schön, gut, eine Ice Cream, also Eis. Aber das N, das kommt von Nana und das ist die Abkürzung für Banana. Also ist es Eis aus Bananen. Und zwar ist es super simpel, total einfach gemacht und ich zeige euch heute, wie ich das mache, beziehungsweise meine Lieblingssorten, denn es schmeckt nicht nur nach Banane, man kann verschiedene Geschmackssorten daraus zaubern und das ist wirklich total lecker, super einfach gemacht und vor allem viel gesünder als das Eis im Supermarkt, was ja viel Sahne drin hat, sehr viel Zucker und so weiter. Und das ist wirklich super gesund, super simpel. Müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Und wie das Ganze jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Für unsere Nice Cream brauchen wir natürlich Bananen, das ist die Hauptzutat. Und da müsst ihr darauf achten, dass ihr wirklich sehr reife Bananen benutzt. Also diese hier würden jetzt noch nicht gehen, die sind noch nicht richtig reif. Sondern solche, die wirklich ganz, ganz viele schwarze Punkte drauf haben. Denn dann sind die richtig schön süß und sehr, sehr reif. Und wir wollen ja schließlich süßes Eis haben. Und das sorgt dann dafür, dass wir nicht noch zusätzlich Zucker hinzufügen müssen. Und als Tipp kann ich noch geben, kauft euch am besten Bio-Bananen, denn die halten wirklich lange durch zum Reifen und werden dann innen nicht matschig oder so, weil dann fängt es schon an zu gären und dann schmeckt es wirklich nicht mehr so gut. Also von außen muss die Schale einfach super braun sein, aber von innen soll die Banane noch unversehrt sein. Und dann kommt es am besten. Und was müsst ihr jetzt mit der Banane machen? Ganz einfach, einfach schälen, in kleine Stücke schneiden, dann gebt ihr sie in so einen Gefrierbeutel oder in eine Box, die gefriergeeignet ist und lässt das Ganze über Nacht durchfrieren. Und dann werden die Bananen richtig steinhart werden. Und jetzt ist es ganz wichtig, bevor ihr sie in eure Küchenmaschine hineingibt oder mit dem Pürierstab nachher weiterverarbeitet, müsst ihr sie antauen lassen und zwar so ungefähr 5 bis 10 Minuten, damit ihr eben eure Küchenmaschine nicht beschädigt. Also ganz wichtig, immer ein bisschen antauen lassen. Außer natürlich, wenn ihr eine super, super gute Küchenmaschine habt, die richtig viel Power hat, dann wird sie das auch so schaffen. Aber als Tipp, immer erstmal antauen lassen. Um die Nice Cream zu machen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige euch heute einfach ein paar auf, welche ich sehr gerne habe und was man alles machen kann. Auf meinem Blog kann ich euch dann noch mehr aufschreiben, verschiedene Ideen und Möglichkeiten, wie ihr verschiedene Geschmacksrichtungen kreieren könnt. Auf jeden Fall, das Grundrezept ist folgendermaßen, ihr müsst jetzt wirklich einfach die Bananen in eure Küchenmaschine geben, in euren Standmixer oder eben in so ein Gefäß hier und das Ganze mit dem Pürierstab dann pürieren. Und dann habt ihr erstmal das Grundeis und das ist wirklich Bananeneis. Um unserer Küchenmaschine jetzt noch ein bisschen zu helfen, geben wir jetzt noch ein bisschen Flüssigkeit hinzu. Und da könnt ihr entscheiden, was ihr hinzugebt. Ihr könnt Milch hinzugeben, ihr könnt pflanzliche Milch hinzufügen nach Wahl, also zum Beispiel Mandelmilch, Sojamilch, Cashewmilch, was auch immer. Ihr könnt zum Beispiel Kokosmilch hinzugeben, dann habt ihr noch einen cremigeren Geschmack und noch diesen Kokosgeschmack drin, auch super lecker. Dann habe ich hier Sojasahne, das könntet ihr auch hinzugeben, macht das ganze Eis auch nochmal cremiger, schmeckt auch super lecker. Also da könnt ihr jetzt wirklich ein bisschen dazugeben, das hilft eben eurer Küchenmaschine nochmal das Ganze zu mischen und das macht das Ganze nochmal ein bisschen cremiger. Und so ist das Eis jetzt schon fertig, total lecker. Am besten immer sofort essen bei Nice Cream. Ich rate nicht nochmal einzufrieren, das schmeckt dann nochmal anders, beziehungsweise wird sehr hart und muss dann praktisch nochmal gemixt werden, dass es wieder die Cremigkeit erreicht. Also immer gleich machen und sofort verzehren, dann schmeckt es echt am besten. Und jetzt könnt ihr das noch verfeinern und zwar zum Beispiel Vanilleeis daraus machen, dann gebt ihr ein bisschen Vanillemark hinzu oder Tonkabohne oder zum Beispiel Zimt. Jetzt kann ich noch ein Schokoeis daraus machen, da gebe ich zum Beispiel einfach Kakaopulver dazu. Ich kann Mandelmus hinzugeben, Erdnussmus und Kakao, dann habe ich so eine Art Snickers-Variante. Für Stracciatella kann ich zum Beispiel Kakaonips dazugeben oder gehackte dunkle Schokolade, dann hat man Stracciatella-Geschmack. Ihr könnt Matcha-Eis machen,
Da könnt ihr einfach Matcha-Pulver drunter rühren. Also die Möglichkeiten sind wirklich unendlich und der Kreativität könnt ihr wirklich freien Lauf lassen und alles Mögliche ausprobieren, bis ihr eure Lieblingsgeschmackssorte herausfindet. Also das Eis ist super lecker, total cremig und es braucht wirklich gar keinen Zucker mehr und es schmeckt so, so gut. Das müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren, wenn ihr das noch nie ausprobiert habt und versucht verschiedene Varianten aus mit verschiedenen Nussmusen. Das schmeckt richtig gut, also eine absolute Empfehlung und total erfrischend, wenn es jetzt wieder heiß wird. Und jetzt zeige ich euch noch eine Variante neben diesem normalen Bananeneis, wo ihr Vanilleeis draus zaubern könnt, eben wenn ihr Vanille zugebt oder andere Geschmackssorten oder irgendwie in die schokoladige Richtung gehen könnt, könnt ihr auch in die fruchtige Richtung gehen und einfach gefrorene Beeren zum Beispiel hinzufügen. Also da eignet sich besonders gut Himbeeren, Erdbeeren, die ihr davor einfriert, Waldfrüchte, Heidelbeeren oder zum Beispiel auch Mangostücke, Ananas, also da seid ihr wirklich wieder frei und könnt wieder rumexperimentieren mit den verschiedenen Sorten und die eignen sich eben besonders gut. Und ich zeige euch jetzt noch die Variante mit Himbeeren. So, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Inspirationen geben, was ihr alles für Nice Cream Sorten gestalten könnt und könnt mal ein bisschen zu Hause herumexperimentieren, was ihr denn am liebsten habt. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mich hier einen Daumen hoch da lässt, wenn ihr meinen Kanal abonniert, denn dann verpasst ihr keine weiteren Rezepte mehr. Außerdem könnt ihr meinen Blog besuchen, freujanik.com. Dort schreibe ich immer alle Mengenangaben für euch auf, alle Tipps und Tricks und so weiter. Wenn ihr mir dann gerne einen Kommentar hinterlassen wollt, dann macht das gerne, denn ich freue mich jedes Mal riesig. Außerdem könnt ihr mir auch ein Foto schicken, wenn ihr möchtet. Und zwar geht das am besten bei Instagram und dann nutzt ihr am besten den Hashtag FrauJannik, dann kann ich es nämlich sehen und das freut mich jedes Mal riesig. So, genug geredet, ich muss jetzt hier mein Eis aufessen, bevor es schmilzt. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag, viel Spaß beim Ausprobieren und eure Kreationen kreieren. Und dann sage ich einfach mal Tschüss! Eure FrauJannik.